Bundestagswahl 2021, das Rentenwahlprogramm der Freien Demokraten im Check durch Rentenbescheid24.de. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Wir haben anhand von verschiedenen Parametern die Wahlprogramme der verschiedenen Parteien geprüft. Und zwar haben wir 6 Parteien, von denen wir annehmen, dass diese Parteien am 26.09.2021 auch den Einzug in den Deutschen Bundestag schaffen werden, deren Partei oder Wahlprogramme einfach mal geprüft. Unter anderem auch das Wahlprogramm der FDP. Und das Wahlprogramm der FDP steht unter der Überschrift »Nie mehr gab es mehr zu tun«. Und folgende Parameter haben wir zur Prüfung des Wahlprogramms der FDP einfach mal angenommen. Übrigens auch die gleichen Parameter, wie wir bei der CDU, CSU, FDP, AfD, den Linken, die Grünen, SPD und so weiter hier mit ins Feld geführt haben. Und zwar geht es um die Frage, was sagt denn die FDP zum Thema Bürgerversicherung? Was sagt die FDP zum Thema Anhebung der Regelaltersgrenze, also Stichwort länger arbeiten? Was sagt die FDP zur Einführung einer Mindestrente, zur Abschaffung der Rente mit 63? Also das ist die Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Die ist ja einigen Politikerinnen und Politikern ein Dorn im Auge. Und zum Thema Verbesserung der Erwerbsminderungsrente und last but not least auch noch Aussagen zur Frage, wie sieht es mit der Betriebsrente und einer anderweitigen Absicherung für die Zukunft aus? Was sagt die FDP zum Thema Bürgerversicherung? Die FDP lässt keine Aussage zur Bürgerversicherung erkennen in ihrem Wahlprogramm. Sie will stattdessen einen vollständigen Systemwechsel herbeiführen von der umlagefinanzierten Rentenversicherung in eine kapitalfinanzierte oder kapitalgedeckte finanzierte Rentenversicherung. Und zwar möchte sie eine verpflichtende Aktienrente einführen. Die soll dann enkelfit sein. Schönes Wort, enkelfitte Aktienrente ist die FDP-Rente. Damit soll die kapitalgedeckte Altersvorsorge eingeführt werden und letzten Endes auch schleichend die beitragsbezogene Altersversorgung in Deutschland abgelöst werden. Die FDP sagt es zwar nicht so, aber wenn man das aus dem Wahlprogramm so liest, dann kommt einem schon so der Gedanke auf, dass die FDP hier einen vollständigen Systemwechsel herbeiführen würde. Die FDP will auch noch eine Rentenversicherung einführen nach dem sogenannten Baukastenprinzip. Das kann man im Wahlprogramm dann nochmal genauer nachlesen. Da hat die FDP relativ viel geschrieben. Ich will nur sagen, nach dem Baukastenprinzip. Was sagt die FDP zum Thema Anhebung Regelaltersgrenze von 67 auf länger? Zur Anhebung der Regelaltersgrenze finden sich keine Aussagen im Wahlprogramm. Aber nach dem Willen der FDP, das ist ganz interessant, soll es schon möglich sein, mit Vollendung des 60. Lebensjahres in Rente zu gehen? Dabei dient der FDP das Schweden als Vorbild. Hinzuverdienstgrenzen sollen abgeschafft werden. Teilrenten sollen unkompliziert möglich sein. Was sagt denn die FDP in ihrem Wahlkampfprogramm zum Thema Mindestrente? Die FDP will eine Art Basisrente einführen. Diese Basisrente soll dazu dienen, dass die Altersarmut gezielt bekämpft wird. Wer gearbeitet hat, soll im Alter mehr haben als die Grundsicherung. Das will die FDP durch die Einführung eines Freibetrages in der Grundsicherung für gesetzliche Renteneinkünfte erreichen. Also Sie merken schon die Ähnlichkeiten mit dem Wahlkampfprogramm der AfD. Dort will ja die AfD auch in diesem Bereich einen Freibetrag von 25% auf gesetzliche Rentenleistungen einführen, wenn der Versicherte noch Grundsicherungsleistungen in Anspruch nehmen muss. Die Basisrente
Und der Freibetrag für die Grundsicherung soll die deutsche Rentenversicherung durchführen. Das heißt also, gesetzlich soll dann die Basisrente, der Freibetrag, dafür soll die gesetzliche Rentenversicherung dann zuständig sein. Halte ich für ein bisschen problematisch, weil die Grundsicherungsleistung steht nicht in der Zuständigkeit der gesetzlichen Rentenversicherung. Aber mal sehen, was die FDP da dann durchsetzen kann, wenn sie in Regierungsverantwortung steht. Was sagt die FDP zur Mütterrente 3? Zur Mütterrente 3 gibt es keinen Hinweis in dem Regierungsprogramm der FDP. Also nichts mit der Angleichung der Mütterrente wie von der CSU gefordert. Was sagt die FDP zum Thema Abschaffung Rente mit 63? Auch hier finden wir keinerlei Hinweise im Rentenwahlprogramm. Gibt es irgendwelche Hinweise zum Thema Erwerbsminderungsrente in dem Wahlprogramm der FDP? Ja, es gibt einen Satz und der lautet, die FDP will die Erwerbsminderungsrente stärken. Was genau damit gemeint ist, ist völlig offen. Was sagt die FDP zur betrieblichen Altersversorgung? Das ist also so ein Spezialgebiet der FDP. Die FDP will die betriebliche Altersversorgung auf jeden Fall verbessern. Erst einmal will sie die doppelte Verbeitragung bei Krankenkassenbeiträgen abschaffen. Zur Verbesserung der Betriebsrente sollen breitere Anlageformen und höhere Aktienquoten geschaffen werden. Die FDP will für alle Unternehmen die Möglichkeit einer reinen Beitragszusage, also ohne Haftung des Unternehmens, mit einem höheren Aktienanteil einführen und automatisch den Einbezug ganzer Belegschaften mit einer sogenannten Opt-out-Möglichkeit für den einzelnen Beschäftigten soll es dabei geben. Die FDP will weiterhin nach dem Prinzip oder will ein Altersvorsorgedepot einführen, aber alles ohne verpflichtenden Zwang. Ja, also die FDP ist ja die Partei der Freiheit, ja, nichts Verpflichtendes einführen. Und das Beste aus Riester, Rürup und dem amerikanischen Modell 401k soll unter diesem Altersvorsorgedepot vereint werden. Wenn man das Rentenwahlprogramm der FDP zur Bundestagswahl 2021 sich einfach mal so anguckt, dann beschleicht mich so ein bisschen die Tendenz, dass die FDP gerne den Umbau des derzeitigen Rentenversicherungssystems in ein kapitalgestütztes System erreichen möchte, in dem der Bürger sein Geld bei Banken und Versicherungen für die Altersversorgung anlegt. Wir wissen nicht, ob das der richtige Weg ist. Bemerkenswert aber ist in dem gesamten Wahlprogramm der FDP, dass sie den Wechsel aus der privaten Krankenversicherung in die gesetzliche Krankenversicherung für Bürgerinnen und Bürger vereinfachen will. Was auch immer das zu bedeuten hat, aber dieser Satz steht auch im Wahlprogramm der FDP geschrieben. Unser Wahlkampf-Check in Sachen Rente ist keine Wahlempfehlung für die FDP oder eine andere Partei. Nutzen Sie unser Wahlkampf-Check zum Thema Bundestagswahl 2021 und vergleichen Sie die Rentenprogramme der Parteien. Wo? Auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.